Das Thema, das Handball-Deutschland seit Wochen erhitzt. Bekommt der HSV die Lizenz für die kommende Saison, ja oder nein? Am Donnerstag entschied das Schiedsgericht ja, allerdings mit einem Aber. Hamburg muss weitere Liquiditätsnachweise bis kommenden Mittwoch bringen. Das ist die Frist. Die Sache ist also noch hängig. Und der HSV an diesem 34. und letzten Spieltag zu Gast in Balingen. Der HBW ja bereits fix abgestiegen. Aber die Gallier von der Alp kamen richtig gut rein hier in die Partie. Und Hamburg tat sich schwer. Na klar, die waren Wochen, Tage lang unter Anspannung. Und dann die freudige Nachricht am Donnerstag. Offenbar ging die Spannung dann runter. Das war nur allzu menschlich. Und sie schafften es nicht, hier eine vernünftige Abwehr hinzustellen. Felix Danner übrigens, letztes Karrierespiel. Hört auf! Und zwar ganz. Philipp Wisdorop, der wechselt nach Eisenach, bleibt also in der ersten Liga. Und zur Pause der HBW deutlich vorne, 19:13. Tobi Hotz, Interimstrainer, nah dran am ersten Sieg unter seiner Leitung. Die Balinger zuletzt mit 12 Niederlagen in Serie. 86% Abschlussquote, erste Hälfte, die beste in dieser Saison. Und er macht er auch sein letztes Spiel. Mario Ruminski, gebürtiger Balinger, beendet seine Karriere im Alter von 26 und macht ein bärenstarkes Spiel. Grahovac, für ihn geht's ab nach Westbrem. Und der HBW nicht zu stoppen. Über 60 Minuten tadellose Leistung. Auch vom Publikumsliebling Odur Grettason, zehnfacher Torschütze. Er geht zurück in die isländische Heimat. Und Tschüss sagen müssen wir auch zu Danny Bayerns. Der wechselt zu PSG. Aber der HSV, der kam einfach nicht richtig rein in diese Partie. Verdient es 37:30 für den HBW am Ende. Und dann hieß es Ciao sagen. Und drei beendeten am heutigen Tag ihre Karriere. Die Entscheidung, ich habe es schon ganz oft gesagt, jetzt, das war die mit Abstand schwerste bislang in meinem Leben. Aber es geht einfach auch um die Familie, die ganz, ganz vorne dran steht, die mir jetzt die letzten Jahre alles gegeben hat und mich in jeder Hinsicht unterstützt hatte. Rein sportlich gesehen war das heute sehr, sehr wenig, was wir insgesamt als Mannschaft heute geleistet haben. Aber eine gesamte Saison oder einfach auch eine Karriere macht mir zum Glück nicht an einem Spiel fest. Von daher kann ich schweren Herzens damit heute aber auch leben. Aber natürlich stellt man sich sein allerletztes Spiel dann doch ein bisschen anders vor. Und auch Felix Danner macht Schluss nach 17 Profijahren. Der HBW versucht also den Restart in Liga 2 und der HSV hofft auf kommenden Mittwoch und die endgültige Lizenzentscheidung. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.